Das hat was mit meinem oder mit unserem Biorhythmus zu tun. Genau, genau. Social Jetlag ist nämlich das Phänomen, was auch jetzt mal wieder in großen Studien untersucht wurde, weil die Menschen natürlich, man hungert dem Wochenende entgegen förmlich, damit man dann auf Partys gehen kann und eben Social Life betreiben kann, also sich mit Freunden treffen und was einem alles so einfällt. Lange dann geht man spät ins Bett, ne? Genau, geht man spät ins Bett, schläft aus, bringt damit aber die komplette innere Ruhe aus dem Rhythmus. Ja? Das heißt, das ist eigentlich gar nicht gut. Wir sollten jeden Tag den gleichen Rhythmus haben, auch wenn es jetzt ein bisschen spießig klingt, lieber um 7 treffen zum Abendessen und dann um 22 Uhr ins Bett gehen und am nächsten Morgen dafür auch wieder normal aufstehen. Weil, Achtung, Merksatz, nach 22 Uhr passiert sehr selten noch etwas Sinnvolles. Ja, vor allem dann die SMS, die man an die Ex schickt, wenn man gerade ja, ein bisschen genau. Über den Durst getrunken hat. Aber warum genau. Ist das gefährlich für den Körper? Nee, mache ich nicht. Naja, es ist tatsächlich so, dass die innere Uhr, die macht natürlich Sinn. Ne? Und man wird halt, also die Hormonproduktion, Schlafhormone, das gerät alles aus dem Rhythmus, wenn wir am Wochenende komplett über die Stränge schlagen und alles anders machen. Das heißt, montags ist man wie gerädert, das kennt man ja. Ne? Mhm. Aber probiert es einfach mal aus, eine Woche lang am Wochenende den gleichen Rhythmus zu haben wie in der Woche. Man ist so fit, ich stehe ja eh immer um kurz vor 5 auf, das klingt komisch, ist aber so. Und seitdem habe ich ein komplett neues Leben. Also dieser vermaledeite Montag, wenn wir alle nicht in ja. Die Pötte kommen und alle noch so wie gelähmt ja. Sind, liegt vor allem daran, dass wir viel zu lange genau. Gepennt haben genau. Und unseren Biorhythmus komplett durcheinander gebracht genau. Haben. Genau, weil wir halt einfach ewig im Bett liegen irgendwie, dann wird man müder, anstatt dass man fitter ist. Man denkt, man schläft aus, in Wahrheit schläft man sich noch müder. Wieder was gelernt, vielen Dank, ja, Charlotte. Und wann klingelt morgen der Wecker? Morgen 2.57 Uhr. Ach so, bei dir ja sowieso. Und bei Ihnen morgen 4.45 Uhr. Ist aber auch nicht so okay? Gesund. Sie in der Nachtschicht wissen das, liebe Zuschauer. Ja. Da ist der Biorhythmus kämpft. Aber wenn man es ist ein früh sehr, ins Bett geht, dann das ist es kein persönliches Problem. Die meisten Leute haben nur ein Problem damit, früh ins Bett zu gehen, nicht mit dem Aufstehen.